Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Heute soll es weitergehen mit dem Peugeot Elysio. Lüfter ist aus. Jetzt ist gerade mal so ein bisschen angenehm. Ich habe mir meinen neuen Zylinder hier vorgelegt. Eine Spritze mit Zweitaktöl. Das würde bedeuten, ich ziehe jetzt nach Möglichkeit hier die Spitze nur ab. Den Rest lasse ich sitzen und spritze jetzt hier so ein bisschen Öl rein und verteile das dann trotzdem mit den Fingern noch ein bisschen, so dass ich einmal zurückziehen hier, so dass der Zylinder ringsrum an den Wänden schön durchgeölt ist. Also das heißt, hier richtig schön super einkleistern das Ganze. Umso leichter rutscht erstmal der Kolben drauf. Auch hier unten die Kante könnt ihr auch ruhig mitmachen, das spielt dann keine Rolle. Nur nicht nach Möglichkeit zu dolle an die Dichtfläche. Das wische ich natürlich eben dann auch gleich noch weg. Aber ihr könnt das hier trotzdem schon mal richtig schön einölen. Das sieht man ja. Dann heißt es aufsetzen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, dass wir das im Video festhalten können. Ich nehme jetzt nochmal ein Tuch und ziehe hier nochmal über die Dichtfläche drüber, so dass nach Möglichkeit erstmal so schnell kein Öl hier zwischen Dichtung, also zwischen der Fußdichtung und dem Motor kommt. Das heißt, ich mache das hier erstmal noch mal ein bisschen sauber. Alles, was da drin ist, ist alles okay. Das würde jetzt bedeuten, wir gehen rüber zum Roller. Bevor ich irgendetwas anfange, muss ich ja jetzt hier erstmal meine Dichtung aufsetzen. Die muss natürlich nachher auch gut sitzen. Alleine schon, weil ich sonst, ich glaube, ich muss die mal drehen, weil ich sonst das Problem habe und meinen Zylinder nicht dicht bekomme. Theoretisch könnte ich es jetzt auch ein bisschen verkleben, aber ich muss mir das hier nochmal gerade richtig angucken, weil irgendwie gefällt mir das jetzt gerade noch nicht so. So. So muss die Dichtung auf jeden Fall dann sitzen. Da muss man natürlich auch drauf achten. Man kann es natürlich auch versuchen, auf den Zylinder zu setzen. Also, ich habe mich dafür entschlossen, die Dichtung direkt auf den Fuß zu setzen. Jetzt habe ich hier meinen Lappen und jetzt kann ich auch meine erste Nut, die ich hier brauche, die ist ja hier oben. Das würde jetzt bedeuten, zusammendrücken und den Zylinder aufsetzen. Dazu stelle ich mich aber erstmal hin, weil ich kann meine Nut von hier aus gerade gar nicht sehen. Hier ist meine erste Nut. Das würde bedeuten, zusammenziehen, so dass ich auch oben an der ersten Nut bleibe. Das ist gar nicht so einfach alleine, aber normal ist es doch trotzdem zu schaffen. Ich setze jetzt hier mein erstes Stück schon mal auf. Jetzt brauche ich allerdings, jetzt bin ich glaube ich wieder leicht verrutscht. Nochmal dasselbe. So. Und setze das erste Stück schon mal auf. Der erste Ring sitzt auf jeden Fall schon mal. Jetzt muss ich aber auch meinen zweiten Ring noch dazu bekommen. Das würde heißen, ja, zusammenziehen und normal sollte er jetzt schon langsam rutschen. Wie gesagt, das ist gar nicht so einfach.
Aber der erste Kolbenring sitzt auf jeden Fall schon mal. Jetzt muss ich mal kurz was anderes gucken. Der erste und der zweite Ring, wie man hier zwischen sehen kann, sitzen jetzt. Das war eben gar nicht so einfach, weil manchmal möchte man das gerne zeigen. Und ja, dann ist es aber doch nicht so, dass man so zurechtkommt. Und von daher ist es dann, oder zumindest wenn jemand auf die Finger guckt, das kommt immer drauf an. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Öl verteilen. Auch hier zwischen den Kolbenringen kann ich ruhig ein bisschen Öl runterlaufen lassen. Nur ein bisschen aufpassen auf die Dichtung, die mache ich gleich nochmal sauber. Und verteile das dann auch gleich nochmal mit den Fingern. Das heißt, hier noch ein bisschen Öl hin. Das ist dann auch einfacher für die Kolbenringe. Ja, manchmal klappt es eben nicht so, wie man das gerne hätte. Auf jeden Fall, hier sitzt alles. Ich mache die Dichtung nochmal von dem Öl ein bisschen frei. Und dann setzen wir das Ganze auch auf. So, das sieht schon mal gut aus. Hier unten noch ein bisschen was weg. Hier ist alles soweit sauber. Also, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Somit können wir hier unseren Zylinder jetzt nehmen und drücken ihn einfach langsam nach unten. Jeder macht das anders. Jetzt bin ich hier doch leicht verrutscht. Das heißt, noch mal ein Stück hoch. Noch ein Stück hoch. Und gucke jetzt noch mal. Jetzt sollte es aber vorsichtig dann auch gehen. Immer auf die Dichtung achten, weil auf die Dichtung kommt es jetzt mit drauf an, dass sie dann das Ganze ja auch dichtet. Das würde heißen, hier sitzt sie ganz gut. Da muss man eben ja immer ein bisschen drauf achten. Auf jeden Fall richtet euch immer die Dichtung so aus, dass der Zylinder dann auch reinrutschen kann. Solltet ihr euch unsicher sein und die Dichtung will nicht an ihrem Platz liegen bleiben, das wie jetzt hier gerade. Das heißt, gerade schieben und setzt ein Stehbolzen an. Das heißt, kippt euch den Zylinder so hin, wie er regulär verschraubt wird. Und so könnt ihr erstmal den Zylinder sauber aufsetzen. Ich gucke hier genauso, dass ich meine Dichtung auch sauber dahin bekomme, wo sie auch hingehört. Das heißt, hier die Schrauben erstmal so ein bisschen ansetzen, um zu sehen, dass diese Dichtung auch wirklich nicht weiter verrutscht. Also der Zylinder sitzt natürlich noch nicht so, wie er sitzen soll, aber ihr habt dann die Möglichkeit und könnt gucken, ob denn das auch ja sauber dichtet zuletzt. Das heißt, hier ist alles soweit okay und jetzt heißt es eigentlich Zylinder nach unten. Aber man muss doch immer noch mal gucken, ist das alles okay. Also nehmt euch immer eine Schraube zur Hand, wenn das nicht geht. Ja, das war ein bisschen umständlich, fand ich diesmal, aber naja, gut. Manchmal ist das nun mal so. Ihr könnt euch natürlich auch, um euch zu vergewissern, dass das dann auch mit eurer Dichtung passt, könnt ihr natürlich auch nochmal mit einem Schraubendreher hier durch die einzelnen Löcher gehen und gucken, komme ich denn bis zum Motor unten durch. Und wenn das gegeben ist, dann könnt ihr den Zylinder auf jeden Fall fest aufsetzen. Das würde jetzt natürlich bedeuten, ja, der erste Test. Aber ich drücke jetzt mal hier den Kolben, halte den Zylinder fest
und nehme den Kolben mal ein Stückchen runter, gucke, ob hier irgendwie noch mal irgendwas kam an Abrieb oder so, aber das ist alles schön in Ordnung soweit. Das würde jetzt bedeuten, Kolben noch mal wieder ein Stück hoch, so, dass er das hier oben wieder abdichtet, also hier nichts rauslässt aus dem Auslass, und kann jetzt noch mal etwas nachfetten. Das kann ich dann auf den Finger machen und reibe das noch mal ringsrum hier ein bisschen ein. Ein Tropfen Öl kann hier nicht schaden. Lieber ein Tropfen mehr als ein Tropfen zu wenig. So, das sollte jetzt aber reichen. Und jetzt mache ich oben den Kopf noch sauber, also wo der Kopf aufsitzt für die Dichtung. Und dann können wir den Zylinder nach und nach festziehen. Jetzt würde es natürlich heißen, wir müssen unseren Kopf noch auspacken. Das tun wir jetzt so. Also heute war es für mich irgendwie doch ein bisschen umständlich, das Ganze aufzubauen. Das ist ja Vorführeffekt. Dann bleibt doch mal was haken oder funktioniert nicht so. Tut mir natürlich dann auch leid, weil dann muss ich erstmal für mich das ein bisschen machen und kann dann aber das Video weiter starten. Ihr habt gesehen, die Kolbenringe waren zusammen. Es sitzt hier alles so, wie es sitzen soll. Lässt sich auch hoch und runter machen, der Kolben. Also funktioniert. Jetzt heißt es, ich habe hier schon mal die Dichtung aufgelegt und hier habe ich den nagelneuen Zylinderkopf. Das heißt, ich lege jetzt meinen Kopf hier mit auf und muss natürlich sehen, dass hier meine Dichtung nicht sonst wo gleich wieder hinrutscht. Normal können wir das ja auch einfacher machen, bevor diese Dichtung mir hier ewig verrutscht. Und zwar nehmen wir zwei Stehbolzen schon mal durch und rasten das Ganze hier erstmal etwas mit ein. So, zum Beispiel. Nun kann ich hier einen Stehbolzen reintun, hier einen Stehbolzen und schiebe das Ganze einfach erstmal nur durch. So kann ich auch meine anderen beiden Stehbolzen gleich mit reinsetzen. Und das ist doch um einiges einfacher, als wenn man sich da rumquälen muss. Jetzt muss nur noch alles sauber sitzen. Das heißt, das kommt jetzt als nächstes dran. Nach Möglichkeit keine Gewalt anwenden. Also testet erstmal, gehen meine Schrauben denn hier rein, ziehen die sich runter, bevor man hier irgendwie mit großartig Druck arbeitet. Erstmal gucken, passiert hier was, und wie gesagt, bevor man irgendwas defekt macht. Diese Schraube zum Beispiel hier ging schon mal rein. Jetzt heißt es, diese zieht sich auch rein. Also so wenig wie möglich hier mit Druck arbeiten, weil ihr müsst immer noch dran denken, die hier geht zum Beispiel doch noch nicht rein. Sollte eigentlich so langsam. Will auch noch nicht. Ich nehme mal die nächste, weil die Dichtung sitzt sauber. Das habe ich ja extra so gemacht gehabt, dass diese Dichtung auch sauber sitzt. Also die und die ziehen schon mal. Jetzt müssen wir nur noch diese hier reinbekommen. Und da gucken wir jetzt einfach mal. Weil es bleibt denen ja nichts übrig, auch reinzugehen. Also die nächste geht auch rein. Wir sind ja hier auf dem Punkt, wo die Schrauben dann auch greifen müssen. Ja, und das sieht auch gut aus. Also, ich ziehe den Kopf erstmal nur mit der Hand gegen. Ich schraube mal von hier oben, dann ist es einfacher und ihr könnt auch mehr sehen. Gucke mir jetzt natürlich auch nochmal, sitzt mein Kopf auch wirklich perfekt, und das sieht ganz gut so aus.
Deshalb ziehe ich die erste Schraube nur ganz leicht dran, nicht fest. Also ich ziehe sie auf jeden Fall noch nicht ganz fest. Nur leicht anziehen, so dass der Kopf schon mal aufliegt. So. Und jetzt auch hier. Ich habe die Schrauben auch mit etwas Zweitaktöl aufgefrischt, dass die Schrauben sich auch schön sauber reindrehen lassen nach Möglichkeit. So, unser Kopf sitzt, unser Zylinder sitzt auch, Dichtungen sollten auch richtig sitzen. Jetzt würde es heißen, anziehen. Und da habe ich ja gesagt, das mache ich immer mit der Hand. Da brauche ich keinen Drehmoment für, weil das habe ich ja so ein Gefühl. Also, ich ziehe jetzt erstmal handfest gegen. Hier nochmal. Und ich ziehe so etwas über Kreuz immer an, dass sich der Kopf sauber setzen kann. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Und das sieht auch gut aus. Das würde jetzt bedeuten, ich kann mit der Ratsche anziehen. Das heißt, wechseln und ja, dann mal festziehen das Ding. Ja, es tut mir leid, aber ich musste den Lüfter wieder anmachen. Das wird sonst hier drinnen zu warm. So, ich ziehe jetzt erstmal ganz piano hier meine Schrauben an. Ja, das sieht schon gut aus, dass sich die Dichtung richtig setzen können. Und das mache ich eben immer ja, mit Vorsicht, weil wenn da eine Schraube nicht richtig sauber sitzt, dann habt ihr schon das Problem. Also die hier ist okay, die ist auch okay. Die ist auch okay. Die ist auch okay. Diese hier kam eben komisch vor. Aber ist auch okay. Passt. Fertig. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Das war's. Ich kann jetzt noch einmal zur Sicherheit ringsrum gehen. Das würde heißen, ich fange jetzt hier unten nochmal an. Gucke, dass mein Schlüssel richtig sitzt. Ja, aber wirklich mit Gefühl. Weil sonst bringt ihr irgendwann eine Undichtigkeit rein und das muss nicht sein. Ja, sitzt. Also jetzt ist er komplett fest. Das würde bedeuten, wir können jetzt hier auch schon mal durchziehen. Ja, das hört sich gut an. Und er hat jetzt schon etwas Kompression ohne die Zündkerze. Nächste Zündkerze, wo ich schon davon rede. Zündkerze. Das heißt natürlich auch, der Auspuff könnte auch rein. Wir setzen erstmal die Kerze an. Ja, und die lässt sich auch einwandfrei schrauben und nicht wie bei dem alten Zylinderkopf. Das war ja echt fies. Das ging ja nun wirklich gar nicht. Ne? Schon Wahnsinn. So, Kerze sitzt. Das heißt, wir können jetzt die Kerze auch schon mal, ich ziehe sie erstmal nur leicht gegen, nicht zu extrem noch nicht. Weil ich möchte ja auch noch einen Kompressionstest nachher machen. Aber dazu möchte ich doch gerne noch den Auspuff verbaut haben. Jetzt nochmal und oh, da knackt sogar hier mein Kickstart eben. Oh ja, oh, schön. Das hört sich doch gut an. Gut, Auspuff. Für die Auspuffbolzen würde ich gerne diese Originalschrauben benutzen. Das heißt, die an Elisio meistens immer dabei sind oder dran sind. Und zwar, ja, alleine schon, es kann vorher nichts an die Schraube gelangen. Sie ist immer geschützt, also die Schraube sollte sich nach Möglichkeit dann auch immer super gut lösen lassen.
Das wäre jetzt jenes. Also die kommen hier auf jeden Fall drauf. Jetzt mache ich die anderen Schrauben noch sauber. Und ich würde sagen, dann setzen wir aber erstmal die Kunststoffsachen an. Ich würde sagen, wir fangen an und setzen hier unser Schaufelrad an. Das heißt, Schraube rein, ansetzen, erste Position suchen und schon mal unser Windrad für die Kühlung, also was jetzt für die Kühlung dafür zuständig ist, dass die Lichtmaschine gekühlt wird und auch der Luftfilter natürlich, nein, nicht der Luftfilter, sondern der Zylinder auch mitgekühlt wird. Dafür ist dieses Rädchen mit zuständig, also Lichtmaschine und Zylinder. Setzen die Schrauben jetzt erstmal an. Abgewaschen habe ich alles, also es ist schön sauber. Auch genau die Verkleidungsteile habe ich auch schon abgewaschen, weil das wäre zu langweilig geworden. Jetzt kann ich hier meine Ratsche nutzen und hier alles schön festziehen. Das Ding sollte sich nach Möglichkeit nicht lösen. Also etwas festballern heißt das dann. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und nochmal einmal hier. Ja, also das, oh ja, der Zylinder bringt heftig Dampf. Jetzt, wo unser Lüfterrad sitzt, setzen wir hier mal erstmal den Deckel an. Und ich gucke erstmal, wie sitzt das hier auch alles. Sitzt das korrekt und ja auch ordentlich vernünftig. Jetzt würde dieser Deckel hier mit reinkommen, weil der hier sitzt normalerweise hier unten drinne. Das würde heißen, das müsste hier so reingesetzt werden. Aber das ist immer gar nicht so einfach, das dann so hinzubekommen. Aber jetzt sieht es schon mal gut aus. Jawohl. Und jetzt schließt auch der Deckel hier vernünftig ab. Das würde heißen, Schrauben rein und festschrauben. Alles habe ich sauber gemacht. Die Deckel sind so gut wie sauber, so gut es ging zumindest. Also von daher sollte das auch ordentlich sein. Jetzt kommt auch hier unten eine Schraube rein, die hier vorher komischerweise nicht mehr saß, die ich jetzt hier versuche reinzubekommen, dass das auch wirklich fest ist und hier nicht hin und her wackeln kann hier. Wie man hier sieht, sitzt das hier nicht ganz genau. Ich ziehe es erstmal ein bisschen weiter ran. Hier ist nämlich das Ganze ein bisschen verzogen. Also jetzt ziehe ich es fest und in der Hoffnung, dass das dann auch da bleibt, wo es sein soll oder bleiben soll. Aber man sieht, es rutscht immer wieder, weil es leicht verzogen ist. Ich hole jetzt noch meine Knarre und dann ziehe ich die beiden Schrauben erstmal richtig fest. Hier habe ich jetzt meine Ratsche und ziehe die nochmal richtig gegen, dass das auch seinen Halt hat. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt muss drüben noch eine Schraube rein, die ja gefehlt hat. Dafür nutze ich so eine Schraube. Und die setze ich jetzt hier ein. Mal gucken, ob sie auch ausreichend ist. Ja, ich glaube, sie darf einen Tuck länger sein. Also ein Stück
länger. Diese Schraube hier ist ungefähr 5 mm länger. Die sollte jetzt auch dafür ausreichend sein. Gucken mal, ob sie denn freiwillig auch reingeht. Ja, also dann ist der Deckel auch wieder richtig fest. Jetzt noch einmal mit der Knarre dran und fest. Also, dieser Deckel ist wieder richtig fest. Dieser hier auch. Jetzt dürfte der Auspuff dran. Hier ist jetzt mein Auspuff. Hier hängt noch die alte Dichtung drumherum. Die löse ich jetzt und gucke mir das hier mal an. Reinige es etwas nach, dass die neue Dichtung hier auch schön alles abdichten kann. Guck hier auch nochmal rein. Theoretisch wäre das auch ein Sportauspuff, weil hier ist noch eine Hülse verbaut. Moment, ich mache das mal so. Na, jetzt wackelt das Stativ. Hier ist noch eine Hülse drin. Und die lassen wir auch drin, weil der Roller soll original bleiben. Hier ist meine neue Dichtung. Hier ist Sekundenkleber und ich mache einfach einen Klecks oder zwei Kleckse drauf, dass diese Dichtung auch da bleibt, wo sie bleiben soll. Das würde heißen, setze jetzt hier einfach auf, halte meinen Finger kurz drauf, also drücke sie kurz an, so dass ich ja meinen Auspuff sauber in den Flanschrein setzen kann. Das sollte jetzt schon reichen normalerweise, aber wie Sekundenkleber manchmal ist, dauert es auch ein bisschen länger. Das war übrigens die alte Dichtung. Also jetzt haben wir eine schöne frische. Was mache ich natürlich? Ich werde meine Schrauben schon mal wieder etwas vorfetten. Dazu nutze ich, ja, aber nicht so viel, aus meiner Spritze etwas Fett und fette sie schon mal vor. Dann kann ich jetzt auch das restliche Fett für diese Schraube mit nutzen. Umso einfacher geht das Ganze. Und ich nehme jetzt hier meine Schrauben ab, die ich ja auch gereinigt habe und extra wieder dafür nutzen möchte, diese Originalschrauben. Die sind so gut, also ich bin echt begeistert. Jetzt ist auch Dichtung und alles sitzt schon mal. Jetzt können wir auch unseren Auspuff wieder dran setzen. Ich hätte die Schrauben auch dran lassen können, aber das wollte ich ja nun nicht. Ich wollte ja extra diese Schrauben hier nehmen, dass ich das ja vernünftig schön sauber alles zusammensetze. Jetzt hier nochmal nur ansetzen erstmal, nicht festschrauben, nur dass der Auspuff erstmal halt hat. Und jetzt ziehen wir, wie ich auch immer sage, erst vorne den Krümmer an. Hier hinten gehen wir zuletzt dran, erst den Krümmer. Ich habe hier nochmal zur Sicherheit zwei Unterlegscheiben drauf gemacht, da es weil der Krümmer sehr dünn ist hier vorne, habe ich nur zur Sicherheit einfach nochmal zwei Unterlegscheiben jeweils drunter gelegt. Jetzt ziehe ich meinen Krümmer hier erstmal an. Also gegen, gucke, dass meine Quetschdichtung auch richtig sitzt, weil diese Dichtung quetscht sich jetzt regelrecht gegen den Auspuff. Das heißt, hier einmal ziehen, jetzt natürlich hier unten nochmal ziehen, dass das auch gleichmäßig gequetscht wird und ja, nicht locker ist dann. Das
heißt jetzt hier, gucke ich nochmal, hier sieht es gut aus. Hier unten kann ich, glaube ich, noch ein Stückchen. Ja, das sollte dicht sein. Also, Krümmer, fertig. Jetzt heißt es hier an der Seite die Schrauben. Das würde jetzt bedeuten, ich ziehe die untere Schraube jetzt an und brauche hier nichts mehr machen, außer nur noch befestigen. Weil der Krümmer an sich sitzt hier. Einmal. Und zweimal. Das reicht. Also der sollte dicht sein. Jetzt würde es heißen, wir setzen unseren Vergaser hier an. Also, so langsam wird es doch. Das heißt, ich brauche natürlich auch dementsprechendes Werkzeug dafür. Und das heißt, ein 8er Schlüssel. Der Vergaser war ja schon gereinigt, also den habe ich auch schon sauber gemacht. Das heißt, wir können unseren Vergaser jetzt so dementsprechend hier festziehen und dichten das Ganze schön ab. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Öl und Sprit kommt erstmal noch keiner dazu. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt anschließen werde, ist hier mein Ölanschluss. Jetzt muss ich erstmal die Leitung dafür suchen. Hier ist die Ölleitung. Die kann ich jetzt zum Beispiel schon mal hier draufsetzen. So, richtig drauf, dass sie auch niemals abgeht. Ansonsten hat man sofort wieder ein Problem. Ja, das kann dann schnell gehen. Hier ist mein Schieber. Den würde ich aber gerne nochmal aussprühen, dass hier auch wirklich nichts weiter an Schmutz reinkommen ist oder an Staub. Den mache ich jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen sauber. Und dass das dann auch wirklich vernünftig arbeiten kann. So, nun sollte auch der Schieber hier rein. Wir gucken mal, ob er denn freiwillig hier reingeht oder auch nicht. Ja, eben sah es ganz gut aus. Halt, ich muss ein bisschen so hin. Jawohl. Also, Schieber ist auch drin. Das Gummi oben ist auch nicht mehr so in Ordnung. Da sollte man sich mal Gedanken machen und sich vielleicht mal ein neues anbauen. Gut, auch geschafft. Na, wer sagt's denn? Hier ist mein Öltank. Den setzen wir jetzt hier an und verschrauben ihn. Das heißt, Mutter drauf und einmal festziehen. Sitzt. Weiter geht's. Das würde jetzt bedeuten, wir packen hier doch schon mal unseren Zündkerzenstecker drauf. Tja, jetzt ist die Frage, ob wir ihn heute versuchen zu starten. Also hier ist meine Unterdruckleitung und die setze ich jetzt hier erstmal an unseren Unterdruck. Hier ist meine Sicherung, die mache ich auch gleich drüber und gucke mal, wie ich am besten zu meinem Unterdruck laufe. Ich glaube, da laufen wir hier so ganz gut. Ja, Unterdruck voll gegeben. Na, das ist doch schon mal was. Tank sitzt auch schon mal, aber ich finde mein Benzinschlauch nicht. Ich hatte ja extra einen dafür fertig gemacht. Ich weiß
nicht, wo der steckt. Gott sei Dank habe ich ihn doch noch gefunden. Das heißt, wir schließen unseren Benzinschlauch ebenfalls an. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hier noch die Sicherung drumherum habe. Einmal öffnen, einmal schließen. Jawohl. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, jetzt fehlt nicht mehr viel. Also viel ist nicht mehr. Was jetzt letztendlich noch fehlt, wäre der Luftfilterkasten, der Vorfilter. Aber das muss ich ja auch erst noch reinigen. Soweit wäre hier alles intakt. Theoretisch stände jetzt ein Start nichts im Wege. Aber was macht er? Ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und wir wollen das jetzt nicht auf die Folter spannen sozusagen. Deshalb versuche ich, ihn jetzt einfach mal zu starten. Geht unser Herz auf oder ja, geht's, rutscht es in die Hose, weil nichts klappt? Wir testen es einfach mal. Wir müssen natürlich jetzt erstmal Sprit in den Vergaser bekommen. Kein Luftfilter ist drauf. Wir testen es einfach mal an. Öl ist genug drin für den Kolben erstmal, also dass er arbeiten kann, ohne dass er gleich trocken läuft. Also, Batterie ist auch ein Start. Zündung, Start. Und, wollen wir gucken oder wollen wir hören? Beides. Erstmal Sprit, wie immer, pumpen. Und es kommt auch Sprit. Im Benzinfilter ist schon mal Sprit vorhanden. Ich würde sagen, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz die Grundeinstellung nach. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals noch mal dran rumgedreht hatte, um den Roller zum Laufen zu bekommen. Bin ich mir jetzt unsicher. Deshalb halb, voll halb. Also anderthalb Umdrehungen nach hinten. Standgas, ja, Standgas dürfte eventuell sogar stimmen. Wir versuchen den zweiten Startversuch. Nein, noch nicht. Wir warten einen Augenblick und schauen mal, ob der Sprit denn gleich nachgelaufen ist. Tja, und warten. Aber jetzt nochmal. Leider noch nicht. Das würde bedeuten, wir geben Ihnen mal etwas Standgas nach. Dazu machen wir es so. Und gucken mal, was er jetzt sagt. Er sagt nö. Na, den werde ich jetzt auf die Sprünge helfen. Also, ich habe die Zündkerze überprüft. Die Zündkerze war knochentrocken. Ich habe die Schwimmerkammer von dem Vergaser nochmal geflutet. Sprit war drinne. Gut. Was habe ich noch gemacht? Ich habe ja den Zündfunken getestet und Standgas ein bisschen nachgestellt. Und ja, hier ist sogar noch der Lappen, wo ich eben meinen Vergaser geflutet hatte. Den kann ich jetzt mal zur Seite nehmen. Tja, was soll ich sagen? Er läuft. Ich habe eben kurz eine Probe gemacht. Ich habe meine Hand vor dem Vergaser gehalten, dass er Sprit
reinziehen muss in den Zylinder. So muss er gezwungenermaßen den Sprit reinziehen. Und das habe ich eben so mit einmal getan, weil jetzt war ich natürlich auch sehr neugierig und muss sagen, Zündung an. Und, aber jetzt. Also, er läuft schon mal. Aber noch nicht ganz so wie zu meiner Zufriedenheit. Das war jetzt der erste Lauf. Jetzt heißt es erstmal auch Vagomatic nachgucken und alles drumherum, weil ich glaube, die Vagomatic hört sich auch nicht gerade mehr sehr gesund an. Deshalb als nächstes Vagomatic runterreißen. Ich würde sagen, draußen nochmal anlassen. Hört sich nicht ganz so gesund an. Das würde heißen, ich möchte mal den Vagomatic-Deckel runternehmen und einfach mal sehen, wie sieht es da drunter aus. Also der Akkuschrauber packt das nicht. Also was Leistungsstärkeres muss her. Erstmal die ganzen Schrauben mal runter. Also es hört sich nicht gerade sehr gesund an. Sollte das von der Kurbelwelle Richtung Zylinder kommen, dann würde es wohl heißen, es muss eine neue Kurbelwelle rein. Aber erstmal schauen, was ist hier ringsrum noch so los. Schrauben sind auch nicht alle dran. Wir nehmen jetzt erstmal den Deckel runter. Ich gucke hier nochmal, ob hier auch alles so weit funktioniert. Ja. Und würde gerne erstmal den Deckel runternehmen. Deckel alleine sieht schon ja nicht gerade sehr schick aus. Da drinnen sieht es auch nicht gerade sehr schick aus. Ja, also das würde bedeuten,
Deckel erstmal zur Seite. Nimm den Deckel erstmal zur Seite und wir nehmen am besten wir nehmen mal die Variomatik runter. Das würde heißen, Schlagschrauber ansetzen und mal schauen. Das klingt auch flott. Okay. Erstmal schauen, Kupplung zusammendrücken hinten und wiederholen. Hier ist auch der Anlasser, den nehmen wir auch mal raus. Ja. Der funktioniert einwandfrei. Und wir nehmen mal unsere Gewichte. Da ist gleich der Bolzen runtergefallen, aber das ist auch nicht so schlimm. Und wir gucken mal gemeinsam rein. Hier liegen meine Teile von der Variomatik. Dieses Teil hier sieht aber auch schon leicht angeschlagen aus. Die Verzahnung von innen sieht angeschlagen aus. Wir gucken mal nach den Gewichten. Ich wollte eben gerade schon sagen, da fehlt doch was. Aber nein, es ist alles vorhanden. Wir drehen das Ganze einfach mal um. Okay. Das Teil ist locker. Das könnte auch was heißen, dass es eventuell sich so komisch anhört. Muss jetzt nicht sein, aber es kann sein, weil die Buchse ist hier ziemlich locker drinne. Also sie hat sehr, sehr viel Spiel. Die Gewichte an sich, gucke ich jetzt mal, sehen noch gut aus. Also die Gewichte selbst sind noch in Ordnung. Ja, die sehen gut aus. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind, das können wir aber mal wiegen. Hier ist meine Waage, ich starte sie mal und wir gucken mal. Ja, 8,5 bis 9 könnten das sein. 9er, also es sind 9er Gewichte. Ja, 9,2, 9,6, 9,5, 9,6. Ja, auf jeden Fall, ja, so 9,5 war wohl. Aber sie sehen alle noch sehr gut aus. Jetzt ist die Frage, kommt dieses komische Gerassel hiervon oder wo ich zuerst dran gedacht habe? Und zwar an einen Lagerschaden von, ja, von der Kurbelwelle, da wo sie gelagert ist, dass da eventuell die Summe herkommt oder kommt es jetzt hierher? Weil hier ist richtig Spiel. Ich habe aber noch mal was anderes. Das hole ich mal. So, und zwar habe ich noch einmal, oh, das ist schon leicht oxidiert irgendwie. Hier ist noch ein Gewicht drin. Ich möchte hier mal kurz gucken. Oh, das ist hier schon leicht oxidiert. Da ist schon leicht der Überzug schon leicht weg. Ganz, ganz leicht. Aber im Grunde ist das niegelnagelneu. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Um zu sehen, wo kommt dieses... ist ja kein Gerassel, das ist ja mehr so ein Jaulen. Wo kommt dieses Jaulen her? Hängt es hiermit zusammen oder wirklich mit der Kurbelwelle? Das testen wir gleich mal. Wie gesagt, das ist jetzt im Grunde nur ein Test, um zu sehen, von wo kommt das Geräusch her. Jetzt muss ich ja hier meine Hülse erstmal einsetzen. Nunu. Tut sich ein bisschen schwer. Ja, jetzt aber.
und wir schieben das. Also, das ist das erste Video, wo mal mein Akku richtig ausgeht, was jetzt schon eine Überlänge hat. Hier hinten sehe ich Späne drin, warum auch immer. Hier hinten ist Späne drin, aber das zeige ich euch ja dann später mal. Erstmal möchte ich jetzt wissen, woran liegt das hier? Ich setze jetzt erstmal meinen Anlasser wieder ein. So, jetzt können wir auch unser Teil davor setzen. Mal gucken, ob es in die Verzahnung auch richtig reingeht. Ja, ist aber trotzdem recht wackelig. Also, okay, wir gucken mal. Ich setze erst den Keilriemen an und setze jetzt das Teil auf meine Steigscheibe. Gut, das war das. Jetzt brauchen wir erstmal die Mutter. Das sieht hier auf jeden Fall noch ganz gut aus. Ich nehme jetzt erstmal meine Nuss hier drauf und richte das Ganze nochmal neu aus hier. Und ziehe jetzt erstmal meinen Keilriemen nach hinten. Und nochmal so. Jetzt sollte das Ganze auch richtig sitzen. Also ich mache meine Nuss wieder auf meine Maschine nach Möglichkeit. Letztens ging es einfacher. Das will immer so, wie es will, aber nicht, wie ich möchte. Okay, das heißt anziehen. Gut, das reicht. Wenn jetzt die Kurbelwelle einen weg haben sollte, also das Lager, dann schlägt das jetzt so oder so weiter. Also von daher macht das oder würde das auch nicht mehr viel machen. Hier hinten ist auch sehr viel Spiel. Also, das sieht nach Getriebe aus. Und da hat auch schon jemand an Getriebe, glaube ich, mal rumgespielt. Da ist nämlich garantiert auch Verschleiß, weil sonst könnte ich das hier nicht so weit drehen. Na gut, wir warten erstmal ab. Immer eins nach den anderen. Ich gucke hier mal. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Setz jetzt erstmal den Deckel wieder an. Das würde heißen, wir setzen ihn erstmal wieder auf und gucken dann mal, wenn alles hier richtig sitzt. Das sieht auch schon ganz gut aus. Ja, hier sitzt alles. Ziehe jetzt erstmal meinen Deckel hier ein Stück wieder dran. Einmal. Zweimal. Die hat aber zu viel Dampf, so viel sollte die gar nicht drehen. Und einmal hier. Ja, ein bisschen mehr darf sie. Gut. So, Deckel sitzt. Das funktioniert auch. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Ich nehme den Rest jetzt mal hier weg. Und wir starten ihn nochmal. Sollte er sich jetzt wieder so anhören, dann werde ich wohl das Problem haben und den Motor zerlegen dürfen. Mal gucken. Das hört sich nicht gut an. Ich befürchte, dass der Motor auseinander darf. Ja, das hört sich ganz nach einem Lagerschaden an. Deshalb höchstwahrscheinlich muss ich den Motor zerlegen. Das soll nicht das Problem sein. Nur, das dauert dann natürlich alles noch länger. Jetzt ist die Frage, schnellstmöglich zerlegen oder noch ein bisschen ziehen.
Ja, da muss ich mir jetzt erstmal wirklich Gedanken drüber machen können, kann ich es, aber ich muss auch die Ruhe und die Zeit dazu haben und werde, wie gesagt, mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Trotz allem, der Motor läuft. Man hat es gehört, auch wenn er so ein paar Anfangsschwierigkeiten gemacht hatte, aber letztendlich läuft er jetzt doch schon mal gut. Aber wie gesagt, höchstwahrscheinlich zerlegen wir ihn. Gut, in dem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Trotzdem, wir lassen den Kopf natürlich nicht hängen. Ist immer ein Rückschlag, aber manchmal klappt es, manchmal eben auch nicht. Also darf man das dann auch nicht so eng sehen. Wie gesagt, wir sehen uns schnellstmöglich wieder. Bis dann, macht's gut, euer Scooter-Schrauber.